Zeit suche ich schon nach einer Möglichkeit, irgendwie da runter zu kommen, um mich endlich mal nach ein paar Tagen frisch zu machen. Wenn man so was machen muss, ne, kann man sich da Infektion irgendwie einholen? Schnee. Ja, haben wir denn schon Weihnachten? Lieber Weihnachtsmann, ich wünsche mir zu Weihnachten ein Begleitfahrzeug. Auf der Kamera sieht man nicht. Ich versuche dann digital reinzuzoomen. Schöner Schloss. Aber ehrlich gesagt, ich bin so langsam kaputt. Dass mich langsam solche Sachen nicht mehr interessieren. Hier ist es jetzt. Gleich ist das was. Ja, seit Kilometern suche ich schon nach einer Möglichkeit, irgendwie da runter zu kommen, um mich endlich mal nach den paar Tagen frisch zu machen. Ich schau mal, vielleicht ist es ja die. Bis gleich. Also die Stelle war nicht geeignet. Muss ich jetzt was anderes suchen. Aber hier habe ich das Gefühl, ich erreiche irgendeine Grenze. Ja, menschenleer. Ich habe ehrlich gesagt so nicht richtig auf die Karte geguckt, aber ich meine, müsste Kroatien sein. Moment, da steht was. Genau, Kroatien. Ah, da kommt auch die richtige Grenze. So, bei 756. Habe ich Kroatien erreicht. Ich hoffe, ich habe da was gefunden. Naja, ob Wasser so sauber ist, weiß ich nicht, aber ich schätze im Moment sauberer wie ich. Nee, also ich gehe dann doch nicht baden. Das ist mir da ein bisschen zu rutschig, zu uneben, Steine, alles so glatt und ich will nicht irgendwie was riskieren, dass ich mich am Bein verletze oder da hinfalle. Vor allem wenn zu zweit, ja, aber so
Und vor allem die Beine werde ich auch noch die nächsten Wochen, Monate hoffe ich auch, brauchen. Und daher entscheide ich mich jetzt nicht baden zu gehen, vielleicht finde ich noch was. Aber kurzer Zwischenstand, ja, ich wollte ja eigentlich den vierten Tag ruhig machen. Das hat irgendwie nicht wirklich geklappt. Ich bin nicht ganz früh aufgestanden, aber danach gut Aldi gefrühstückt. Und kurz danach habe ich wieder einen älteren Herrn getroffen, wo ich dann, was heißt getroffen, ich habe ihn vor mir gesehen und dachte, naja, seht mal selber. Ja, und dann nach einer kurzen Zusammenfahrt lief das ganz gut und habe auch noch an dem dritten Tag oder vierter Tag auch noch 160 Kilometer gemacht. Daher denke ich, wenn, dann mache ich heute einen eher ruhigen. Ich habe sogar schon kurz gedacht, da steht so, weiß nicht, man sieht, ja, wie ein kleiner Lokalrestaurant, aber ist wohl zu. Schön überdacht, könnte ich eigentlich auch hier schön Halt machen, aber schade, echt, ich komme schlecht da rein. Daher denke ich, ich fahre doch noch ein Stückchen weiter. Mensch, meine Nase, ich habe zwar auch Sonnencreme benutzt, aber die brennt auch schon. Wow. Aber ich fahre ein bisschen weiter. Jetzt erstmal etwas Verpflegung und dann geht's weiter. Ciao. Mensch, der Hund im Hintergrund bellt schon seit, weiß nicht, 10 Minuten. Ich lasse mir jetzt echt Zeit, diesmal die Pause. Weil einige fragen, ey, du fährst und fährst und hörst du nicht mal Musik? Leute, ganz ehrlich, da hast du so viel im Kopf, so viel zum Nachdenken. Reicht dir Wasser? Wann musst du wieder einkaufen, essen? Ich habe zum Beispiel auch immer das Gefühl, ich muss essen. Ich habe alle anderthalb Stunden muss ich auf jeden Fall was reinschmeißen. Kleinigkeit auch viel früher, wie Riegel oder ein paar Nüsse. Aber so grob auch wirklich alle zwei Stunden muss ich anhalten, essen, trinken, gucken, was mir Navi sagt, um nicht zu vorbeizufahren. Und daher so eigentlich, ich schätze auch, das wird so auch Europa. Jetzt bin ich hier in gerade Anfang Kroatien. Auch hier gibt nicht irgendwie ein paar Kilometer, wo nichts ist. Da ist immer was los, ne? Straße, Kreuzung, quer. Man muss immer voll dabei sein. Und wenn man mal so berghoch, wie das erste Berg in Österreich, der sich auch mal zwei Stunden hochzieht, ja, dann da könnte ich eventuell ein bisschen Musik vertragen als Motivation, aber nee, vor allem am Anfang braucht man das ja eh nicht. Und vielleicht später in Mongolei, ja, aber hier, nee, da hast du so viel, was du denken musst, damit alles wirklich so klappt, vor allem abends. Da fängt man schon ab 6 Uhr zu schauen, wo kann ich mich hinlegen. So, ne? Gestern hat auch ziemlich lange gedauert, wie auch andere Tage davor, 9:30. Gestern habe ich zum Beispiel auch Platz gefunden, dann hat ein Hund angefangen zu bellen, die Leute zu wecken. Da wollte ich das dann die auch nicht stören, bin weitergefahren. Aber dann ist es auch immer dunkler geworden und dann stand ein Mann draußen, ging Licht an. Ich fragte, ob ich bei denen einfach so ein bisschen auf der Wiese mein Zelt aufbauen kann. Wir haben natürlich uns nicht verstanden, der sprach Slowenisch, ich ja ein bisschen Russisch, Deutsch und ein paar Wörter Englisch. Da verstand er auch nichts. Aber irgendwie durch Zeichensprache ging schon. Der wollte mir erstmal so Elektrozaun aufmachen, damit ich auf die Wiese komme. Und dann sagt er, ah, hier, geh mal in meinen Stall. Habe ich heute im Stall übernachtet. Da war auch einiges los. Das zeige ich euch später. Und erzähle auch noch einiges. Jetzt denke ich, schwinge ich mich wieder aufs Rad und dann geht's weiter. So, da ich keine Dusche bekomme, habe ich mir gedacht, mein Fahrrad sollte es schon bekommen. Ich habe zwar auch schon zweimal Kette gereinigt, nach dem Regen, ganzen Schlamm zwischendurch,
Aber jetzt fängt es ja auch schon wieder an. Und das, da muss man ja auch pflegen. Wie eigene Zähne, so auch die Zahnradzähne. Also, schauen wir mal. Happy, alles supi. Ja, ich habe zwar keine Dusche abbekommen, aber ich habe genug Sonne heute abbekommen. Daher mal auf langen Arm-T-Shirt gewechselt. Ja, und wenn die Kette gleich trocken gepustet ist, dann wird sie auch schön geölt. So, irgendein Städtchen in Kroatien, aber ich hoffe eine kleine, dass ich bald hier rauskomme. Den muss langsam nach Schlafplatz suchen. Guten Morgen. Tag. Oh, mein Auge geht ja kaum auf. Tag Nummer 7 beginnt. Am liebsten würde ich ja noch ein bisschen liegen bleiben. Aber gestern war sehr spät. Wer weiß, ob ich nicht dieses Grundstück jemand gehört und gleich kommt jemand. So schaut's heute bei mir aus. Zelt. Heute ziemlich viel Niederschlag gewesen. Ist echt sehr viel Feuchtigkeit. Da sieht man, ich wollte meinen Winterschlafsack nicht auspacken. Der ist wasserdicht verpackt. Aber ihr seht, so viel Wasser sammelt sich da immer. Am besten natürlich unterm Baum. Auch nicht so ganz in der Senke, aber heute ging es nicht anders. Da oben sind überall schon Häuser. Ich wollte nicht wirklich zu sehen sein. Und da unten drunter eigentlich unter dem Baum ist schön trocken. Und dann habe ich heute mal eine Frage in die Runde. Ich habe mir überlegt, Mensch, wie mache ich das? Oder generell, ich wollte auch nicht alles zeigen. Aber das hat ja auch irgendwo einen medizinischen Hintergrund. Wenn man so was machen muss, ne? Und ich bin ja eh alles voll bepackt und für ein ganzes Jahr, klar, kann ich auch ständig auch mal was nachholen. Aber Toilettenpapier ist auch nicht immer dabei. Ne? Und da ist so eine Frage, wenn man so zum Beispiel so Blätter benutzt, kann man sich da Infektionen irgendwie einholen? Ich habe mir gedacht, naja, könnte schon sein. Aber wenn, benutze ich lieber die obere Seite, ne, als die hintere. Da sitzen meistens auch irgendwelche Viecher noch dran. Ist jetzt mein Ernst. Schreibt mir bitte mal in die Kommentare, ob da eventuell was Schlimmes passieren kann, wenn, ne, worauf man achten soll. Im Prinzip ist es auch gut. Toilettenpapier ist nämlich auch biologisch abbaubar. Aber das ist ja noch praktischer, ne? Also nicht extra irgendwie was noch verschmutzen. Ja, bitte kurz in die Kommentare, worauf man da eventuell achten soll. So schaut's heute aus. Jetzt gleich schnell einpacken. Und der Tag
Mensch, der Tag 7 beginnt. Tag 7. Los geht's. Jetzt bin ich mal ein paar Kilometer am Fahren und es ist, ich kann mal sagen, kilometerlang gezogenes Dorf. Den bin ich auch gestern schon gefahren. Manchmal gibt es so Abschnitte 100, 200 Meter, wo nichts ist, wo ich auch die Möglichkeit hatte, kurz rein einen Schlafplatz zu suchen. Aber sonst das Gefühl, ich fahre schon 20 Kilometer lang und die Häuser hören nicht auf. Und es ist wirklich nur die eine Straße, da gibt es keine mehr, keine Querstraße. Interessant. Boah, da habe ich wieder mal was eingekauft. Aber hier ist so dunkel an dem Ständer. Gehen wir mal in die Sonne. Ein bisschen Sonne auf Fahrrad, wo ich abstellen kann. Die Bänke sind leider irgendwie komplett morsch. Naja, mein Frühstück so nach knapp 15-20 Kilometer, ich habe so festgestellt, ist so besser. So früh morgens tue ich eher ein paar Nüsse rein, ein bisschen was trinken. Sonst mit schweren Magen die Sachen einzupacken, aber auch loszustarten nicht so gut. Fahre ganz gerne, dann sind die Muskeln auch warm geworden, ein bisschen locker. Schön irgendwo einkaufen, diesmal zum Beispiel auch Lidl. Normal versuche ich auch bei den Einheimischen einzukaufen. Ja, Brötchen und verschiedene andere Sachen. Und gleich, jetzt habe ich den Faden verloren. Naja, andere Sache. Was ich an dem Verkehr so auch gefährlich finde, nicht, dass die sich eventuell fassen, sondern von der Windböe von dem LKW und nicht eventuell an dem Lenker, hier am Triathlon-Lenker, da kann man es schnell mal Gleichgewicht verlieren und so seitlich rausfahren und dann liegt man da. Daher versuche ich auch da schon vorsichtig zu fahren. Deswegen fahre ich lieber solche Straßen. Da mache ich zwar mehr Kilometer,
eigentlich, was ich auch will. Gut, deswegen bin ich nicht schneller eigentlich hier langsam. Aber ist angenehmer. Denn so will ich nicht enden. Geht noch viel weiter bei mir. Verdammt, dieser Gegenwind. Gerade ein Mann wollte ich ihn auch aufnehmen. Da, wo die Welt noch in Ordnung ist. Eigentlich Quatsch. Die Welt ist überall gleich. Es ist nur so, jeder stellt sich die Welt anders vor. Und wenn die Leute sich hier wohlfühlen, dann ist die hier in Ordnung. Wenn wir uns bei uns in unserer hektischen Welt gut da drin finden, dann ist es auch in Ordnung. Aber die andere Welt, was wir auch sie draus machen, das ist schon wieder was anderes. Ansonsten ist die überall gleich. Und ich denke, wenn ich wirklich die Welt umrunden sollte, was ich auch hoffe, ne, ich sage sollte, weil es kann ja alles passieren, aber ich bin schon guter Dinge, ich schaffe das schon, dann wird sie für mich noch viel kleiner sein, als sie so schon ist. So, aber nun mal zum Radfahren. Ihr kennt das nicht voll. Gerade hatte ich Rückenwind. Jetzt habe ich immer Rückenwind. Dann möchte man ja richtig was durchdrücken, um das ja auch auszunutzen. Die Rennradfahrer kennen das ja auch. Man sollte, aber man hat auch selber schon das Gefühl, einen kleinen Hügel durchzudrücken. Geschwindigkeit nicht zu verlieren und eventuell erst nach dem Hügel ein bisschen durchzuschnaufen. Aber ist ja so, so fast wie ich im Podcast mit Dan erzählt habe. Ja, es ist schön, Rückenwind und dann immer wieder weiter durchziehen. Aber man sollte schon auch mal anhalten, sich ernähren und generell ein bisschen aufnehmen. Und so fällt mir ehrlich gesagt auch sehr schwer, auch wenn jetzt nicht wirklich Rückenwind ist. Ein bisschen seitlich, nicht beim Rückenwind durchzudrücken, ein bisschen ruhiger zu machen. Denn jetzt ist 7. Tag, achte ich schon eigentlich ganz besonders auf meine Knie, Sehnen, Muskeln, Schmerzen schon. Also die sind hart fest, versuche ich auch immer zwischendurch zu massieren. Aber auch von Sehnen, wenn da was passiert, da muss man sich zurückhalten. Und das fällt mir echt schwer, wenn ich denke, oh, ich könnte hier 40, 45 durchballern. Aber mit dem Gewicht 25, vor allem ist ja nicht nur Gewicht, sondern auch der Windwiderstand. Und da möchte man schon auch das Ganze ausnutzen. Aber eben, ich will ja auch nicht nur ein paar Kilometer machen, nicht diese 100, sondern auch die nächsten 1000. Aber trotzdem fällt echt schwer, sich zurückzuhalten. Jo, das wollte ich mal kurz loswerden. So, kleines Bäuschen im Schatten, Halbschatten. Ja, und da mir so schwer fällt, mich zurückzuhalten, gut, Disziplin, denke ich, kann ich schon. Aber trotzdem, ich bin auch einer, der echt sehr schnell schwitzt, viel schwitzt. Und da mache ich mir schon Gedanken über meine
Tourverlauf. Also ich habe da schon ein paar Varianten, A, B. Ich habe ja schon einigen erzählt, eigentlich wäre Wunsch erstmal Richtung Mongolei, Nordchina und runter. Aber ich bin jetzt echt so eineinhalb Wochen später gestartet wie gewünscht. Und so komme ich auf jeden Fall im tiefsten Winter in Mongolei an. Und da komme ich nicht wirklich mit dem Kilometer, also die Kilometer, die ich gedacht habe, die ich machen könnte, werde ich da auf jeden Fall nicht machen. Also mehr wie 50 im tiefsten Schnee ist nicht schaffbar. Und deshalb denke ich, dass es nicht möglich sein wird, oder vor allem möglich schon, aber so erreiche ich nicht die Standorte, die Punkte, wo ich zu bestimmten Jahreszeit sein wollte. Also ich habe das schon ja alles gut durchgeplant. Und ja, daher denke ich, dass ich eher ein bisschen südlichere Route nehme, also nicht wegen Schnee. Schnee werdet ihr sowieso noch genug zu sehen bekommen. Ich denke, vielleicht sogar in Georgien oder je nachdem, auch Türkei liegt auch schon oft Mitte Oktober Schnee. Ja, aber ja, zum Tourverlauf zukünftigen werde ich noch mehr erzählen. Aber das wollte ich nur sagen. Ja, es ist echt schwer, wenn man immer so auf Power setzt und dann sich so zurückhalten muss, vor allem auch wegen Schnee, nicht, dass man schlecht durchkommt, sondern es geht mehr darum, dass im Schnee man warme Sachen anhat und schwitzen. Man sollte nicht so viel schwitzen, sonst wird man nass und trocken wird es ja auch nicht. Ne? Daher ist das Problem wegen Schwitzen, dass man die Sachen eigentlich trocken haben soll, bei der Kälte vor allem. So, jetzt ein bisschen was trinken und dann weiter geht's. So, ein paar Meter weiter, wo ich gerade getrunken habe, habe ich was losgestartet und dann sehe ich so einen schönen alten Brunnen. Da habe ich mal geklopft und der alte nette Herr kam raus, aber er sagte, ich habe es nicht ganz verstanden. Entweder es funktioniert nicht oder Wasser ist da nicht mehr drin. Auf jeden Fall. Ne? Ah, hier. Ah ja, das hat man doch, Wasser ist drin, aber anscheinend ist es nicht mehr so sauber. Auf jeden Fall haben die schon Leitungen drin. Nicht, dass alle denken, es ist überall hier so, dass es aus solchen Brunnen getrunken wird. Da ist auch schon mal Wasser verleckt. Jetzt habe ich auch bei mir Wasser nachgeholt. Aber ist schon, hat was. Vielen Dank fürs Wasser. Dankeschön. Ich habe sehr gehofft, nach altmodischer Art da Wasser rauszuholen. Aber habe halt aus normalem Wasserkran Wasser bekommen. Naja, überall geht Modernisierung voran.